Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind hier immer noch in der Festung und müssen da den Hebel betätigen und wir gehen da jetzt einfach. Ich mag nicht mehr schleichen. Schleichen level ich irgendwann mal so zwischendurch und wir schauen da einfach mal hau drauf und Schluss. Da ist eine Trittfalle. Kann ich die auslösen? Nö. Ne, schwingt hier, aufpassen. Sind da ein paar Jungs oben? Da hat wieder wer was gesagt und da laufen wir und sagen mal Hallo. Ist da jemand? Ja, sicher, da bin ich. Schau her. Okay, das geht so nicht. Die falsche Ausrüstung wieder dabei. Wir machen das wieder mal wie gehabt. Wir nehmen da... Ja, was denn jetzt? Ja, wir nehmen da Wunden schließen in die linke und in das rechte Hand das Schwert und dann geht's schon los. Seid ihr zum Sterben bereit? Genug! So, und jetzt schauen wir, was die Rüstung so aushält. Er wird nicht die Oberhand gewinnen. Ja, hau mal rein, anständig, komm. Komm. Ach, du bist der Anführer. Okay. Silberne Hand, das war es dann wohl auch, ja? Gut so. Der Böse. Ja? Also die Rüstung, die wir da angelegt haben, die kommt schon extrem cool. Wir müssen da uns jetzt dann beim nächsten Video, wenn ich da ein In-Between mache, entscheiden, ob wir... da sind welche oben, ja. Egal. Wir schauen mal da rein. Da schauen wir. Wir sind extrem langsam, ist mir aufgefallen. Und hier muss ja dann irgendwann einmal irgendwo die Pläne herumliegen. Ja. Sind das die? Was ist denn das da? Ah, nur Haken zum Aufhängen. Da ist auch nichts drin. Seht ihr irgendwo ein Schriftstück liegen? Käserad. Ja, das brauchen wir mittlerweile auch nicht. Nahkampf? Das war gar nichts. Okay. Wir machen das jetzt ganz anders. Wir ziehen uns um und dann hauen wir einfach mit Feuer und Flammen da rein. Das rüsten wir aus. Das Zerstörungsrüstung, Feuer, Frostresistenz, Mag, Reck, Zerstörung und Wiederherstellung, Zerstörungskette. Jawohl. Und dann rüsten wir gleich einmal aus. Feuer. Ja. Feuerball. Ja, gut. Wo sind denn die Jungs? Irgendwo da oben. Na komm her. Und? Ergib dich nur, du Kasper. Ja, diese Feuerfallen, die sind cool. Den hat's dahin gerafft jetzt. Genug! Ihr seid ein Niemand! Lauft der jetzt davon? Ah, der lebt ja noch.
Ah ja, Feuer kommt ja nicht so. Okay. Hat ja auch einen Wert, ne? Wir sind da jetzt durchlöchert. Da ist ein Tisch, aber auch mit nichts drin. Oh, Zauberer. Leute, wir müssen uns da wieder umrüsten. Na klar. So, so. Markreg Wiederherstellung und Wiederherstellung. Einhand. Und dann nehmen wir doch gleich wieder diesen Schutz her, ja. Der verbesserte Schutz ist das, ja. Und das Schwert. Okay. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Wer bist denn du? Und wie komme ich darauf? Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Ja, wir haben da einen Eisspeer mitten im Kopf gehabt, Leute. Habt ihr das gesehen? Doppeltes Geheimnis ist das nicht. Da hinten ist ein Zettel. Ah, nee, Blödsinn. Na, lass uns das durchsuchen, ja. Die Wolfskönigin Zaubertrank. Das ist was, ja. Und die Tunika kannst du da schenken. Da ist ein Wein, Wein, Wein. Das Gelbe ist ein Zaubertrank, oder? Geldbeutel, Elixier des Verzauberns und... Ah, das wollte ich ja nur lesen, Leute. Okay. Der Zauberer, da ist eine Truhe, die schauen wir uns gleich einmal an. Kriegslitz, ja, da sind wir schon richtig, endlich, das haben wir, ja, eben Erzbahn, wie viel haben wir noch, wir können noch 20 mitnehmen. Starke Heilung haben wir schon, das verkaufen wir und die silberne Halskette, die ist auch cool. So, jetzt müssen wir nur noch den Eisenbahn, ja, den Hebel finden. Da ist, da nach oben. Wir nehmen da wieder mal die Zauber Illusion, glaube ich, war das, ja? Hellsehen. Gut, in die Hand und schauen, wo es dahin geht. Ja, gut so. Ja, ich glaube, wir haben die jetzt klar gemacht da. Habe ich schon wieder Hellsehen weggetan, na klar. Vor lauter Angst, ja? Komm her in die linke Hand. Ja. Darüber geht's. Da rein. Da ist eine Druckplatte, gell? Kann das sein? Bringt der uns da jetzt wieder raus, oder was? Schaut fast so aus, Leute. Aber egal, wir schauen da. Wir haben ja ein... Wir kommen da wirklich wieder raus. Das kann es ja wirklich nicht sein, oder? Wir schauen mal zur Karte nach. Öffne das Tor zu Trevers Wacht und wir sind jetzt genau hier und hurra, das war super. Wir sind da den ganzen Weg zurückgelaufen. Ja, Schmonzens. Okay, Leute, ich mache hier einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns beim Öffnen der Tore. Ja, der Tore. Bis gleich.
Ja, und Leute, wir haben es gefunden hier endlich. Ja, wir hätten einfach nur geradeaus laufen sollen. Ich habe mir jetzt Verstärkung besorgt, weil die laufen ja extrem cool gern in diese Fallen rein. Da ist ja auch eine Falle und da schauen wir gleich, was da noch drinnen ist. Und das war es dann auch schon jetzt machen. Ja, Leute. Ha! So, Feuer, da haben wir Feuerball ausgerüstet und was haben wir in der linken Hand? Egal. Ja, die Heilung passt schon und da gehen wir schon mal raus. Jetzt müssten wir das ja rein theoretisch alles erledigt haben. Wir haben da eben die Pläne der silbernen Hand und das Tor für unsere Mitstreiter, die da am Straßenrand gelagert haben, auch geöffnet. Bin neugierig, ob die jetzt noch was zum Kämpfen haben da draußen. Ja, Schwäche, wo? Hey Tremora Fürsten, ihr seid cool. El Pacino und wer noch? Da haben wir keine Gegner mehr. Wir lassen die Jungs da jetzt mal rein. Ja, haha. Wo gibt's denn da? Die Hebel? Ah, da vorne ist da. Fingerzeig, Silberschwert, wir nehmen da eins mit für die Untoten, ja. Haben wir noch Gold und das war's dann auch schon. Da drüben liegt auch noch einer von den bösen Jungs. Falkenfedern und Gold und das war's dann auch schon. So, wir machen das jetzt einmal auf. Und hallo? Ah, das ist ja auch ein Magier. Hm? Wenn ihr mit derart gefährlicher Magie herumspaziert, fordert ihr den Ärger geradezu heraus. Wenn ihr mit derart gefährlicher Magie herumspaziert, fordert ihr den Ärger geradezu heraus. Ja, sagst du mal bleib danke. Mir mit dieser Magie bloß vom Leib. Schau, wie der mich wegschiebt. Die Festung gehört auch. Danke für eure Hilfe. Habt ihr dort drinnen meine Familie gesehen? Ja, leider. Ja, es bleibt uns keine Möglichkeit, aber ich habe da ja drei Tote ja, liegen sehen dort. Und hoffentlich konnten sie sich in Sicherheit bringen. Ich besorge schnell Nachschub und beginne dann mit der Suche. Das ist eine wie gute Idee. Wie auch immer, hier ist eure Belohnung. Danke nochmals. Ein Zauberbuch Leben entdecken hinzugefügt. Aha, das kommt ja cool. Jetzt müssen wir. Wenn ihr mit derart gefährlicher Magie herumspaziert, fordert ihr den Ärger geradezu heraus. Ja, ist schon klar. Wir holen uns jetzt einmal Feendal retour. Der steht da hinten, ja. So viel ich weiß. Beim Höhleneingang, wo war denn der? Da sind wir richtig. Und dann schauen wir, dass wir schleunigst da unser Feendal steht parat. Reden mit Feendal, komm. Wir brechen auf? Ja, folg Gehen mir. Wir. Okay, Feendal. Gut. Unsere Jungs sind dabei und wir machen jetzt die Schnellreise natürlich zurück. Weißlauf, nach Weißlauf und da berichten wir Aela und schauen dann, was da noch für Aufgaben auf uns warten. Aber zuerst möchte ich einen anderen kleinen Quest zwischendurch machen, weil ich habe da im Inventar 24 Riesenzehen. Die sind eben 24 Kilo schwer und die müssen wir loswerden, weil das ist Bestandteil eines Quests, den wir, glaube ich, im betrunkenen Zustand angenommen haben. Da müssen wir, glaube ich, irgendwas in Ordnung bringen. Wir waren da ja auf Sauftour und sind irgendwo aufgewacht und ja, das war eben
die Folge davon und ich kann diese 10 weder verwenden noch verkaufen noch ablegen und jetzt habe ich da 24 Kilo im Gepäck, die ich überhaupt nicht brauche. So, Gnädigste. Your Basque, komm. Ja, lass uns da rein. Was ist denn da jetzt? Manchmal spinnen die Türen. Gut so. Denke ich mal, ja. Ayla wird zufrieden sein. Wir geben ihr jetzt das Zeug. Ja, Schatz, du bist ja eine Schnupp. Ich habe in der Gegend hier für Ablenkung für euch gesorgt. Ich glaube nicht, dass jemand von unserer kleinen Kampagne Wind bekommen hat. Ich glaube auch nicht. Okay. Gut. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Aber ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Ich hab die Pläne. Komm. Perfekt. Hoffentlich erfahren wir daraus mehr über ihre Bewegungen. Ich denke, dass wir sie in die Flucht geschlagen haben. Ja, denke ich auch. Abgeschlossen, kehre zu Ayla zurück. Ja, 300 Gold bekommen. Und die kann uns in Schießkunst unterrichten. Das werden wir dann auch brauchen. Und Arbeit suche ich jetzt nicht. Wir machen da mal einen Schnitt. Also gut. Als nächstes ein In-Between-Video, damit ihr wisst, warum jetzt die Rüstung so cool ist. Und dann ein kleiner Zwischenquest, weil ich zeige euch das gleich. Ich habe da bei den Zutaten bei Riesensee, ja, Riesensee, ja, da 25 Stück und die kann ich nicht ablegen. Das nervt so. Da machen wir den kleinen Quest. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das war. Wo sind wir da? Verschiedenes. Ich werde das dann raussuchen. Ich weiß es jetzt. Eine denkwürdige Nacht, genau, ja. Frag in Roringstadt nach Sam und dem Stab und so weiter. Entschuldige dich bei der Priesterin. Ja, da sind wir im Tempel aufgewacht. Hilf beim Aufräumen des Tempels haben wir. Finde den Stab und finde Sam. Sam. Und da schauen wir gleich nach, weil wir haben ja da unter Büchern gleich Museumspamphlet. War das? Ne, das war's nicht. Materialliste, das war's, glaube ich. Einen Riesensee, geweihtes Wasser, eine Hexenrabenfeder. Ja, genau das brauchen wir und das werden wir das nächste Mal machen. Also übers nächste Mal. Das nächste Mal ist ein In-Between. Was in letzter Zeit geschah. Da ist überhaupt nichts los und wir legen uns jetzt auch hin. Feendal und Dosita verabschieden sich jetzt und wünschen euch noch eine angenehme Nacht, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Doso. Ciao.